So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir starten diesmal direkt in die Runde rein. Weil ich denke mal, viel zu erklären bei den Panzern, die ich in diesem Video vorstelle, gibt es nicht wirklich. Und zwar geht es in diesem Video einfach mal um Premium-Panzer, die meines Erachtens, wie gesagt, es geht hier nur um meine Meinung, wenn ihr das anders seht, dann ist das vollkommen richtig. Aber ich finde, diese Panzer sind einfach nur komplett aus der Meta raus, komplett schlecht gemacht und überhaupt nicht notwendig eigentlich. So wie die jetzt mit den Stats auch dastehen, haben diese Panzer keinerlei Daseinsberechtigung in meinen Augen. Und ich kann ja auch nicht wirklich jeden Panzer hier vorstellen und sagen, der ist super, so wie Super Heavies, weil so super sind die alle nicht. Und ja, ich bin auch froh, dass ich wie den Gorunic hier oder auch einen Söldnerpanzer, der noch mit dran kommt, gewonnen habe, weil gekauft hätte ich mir die niemals, weil die wirklich einfach nur Müll sind in meinen Augen. Insofern braucht ihr euch da keine Angst machen, dass ich mir die extra geholt habe, weil das hätte ich wirklich nicht gemacht. Weil so kacke wie die sind, ihr seht schon, der Panzer ist so hoch und hat so einen krassen Weakspot vorne dran, hier diesen R2-D2, dass der Tiger eigentlich keinerlei Probleme hat. Und wir kriegen aber die Flöte auf den Tiger nicht runter. Bouncen jetzt so noch. Ja, also da geht es jetzt immer wirklich um Panzer, die einfach nur Müll sind in meinen Augen. Weil sie halt auch wirklich einfach nur Kacke sind. Wow. Ihr merkt schon, für so eine Kelle hier, da braucht der Gorunic ganz schön lang zum Nachladen. Ich durfte jetzt meinen Kontrahenten hier wenigstens rausnehmen. Habe aber auch nicht mehr so viel Struktur. Also ist schon ganz schön anstrengend, mit dem Hobel hier zu spielen. Ja, nicht einmal aus 50 Metern Entfernung trifft er. Der Tiger 131, der geht mir jetzt gerade ein bisschen hier auf die Nerven. Okay, schade. So, beim Tiger P nochmal durchs Dach. Das kann er wenigstens ein bisschen. Der KV-5, der hat ja auch eine mega komische Kanone erstmal gekriegt hier. Das ist wirklich ein Hobel, Alter. Der ist einfach nur... Ich weiß nicht, für was der gut ist. Zum Rammen von Gegnern, nicht? Weil für was anderes kann man den nicht wirklich gebrauchen. So. Aber wir haben echt Glück, dass die Gegner so ein bisschen dumm waren. Eigentlich hätte der Tiger 131 uns locker durch den R2-D2 vorne dran komplett wegmachen können. Und ihr habt ja auch mehrmals gemerkt, dass die AP vom KV-5 mehr als fragwürdig ist, wenn er nicht immer einen Tiger frontal pennen kann am Turm. Ja, also auf Platz 1 auf jeden Fall hier auf O5. Ein mega schlechtes Ding. Und für die jetzige Meta, wie Wargaming ja sich entschieden hat, manche fragwürdige Panzer rauszuhauen mit Autoloader-Funktion, kann der erst recht nicht mehr groß bestehen hier, oder? Also wenn du wirklich gleichwertige Spieler in solche Panzer dann setzt, keine Chance. Das sieht der KV-5 hier echt schlecht aus.
Und ich meine, auch wenn sie hier den Minotaur rausgebracht haben, diesen etwas verbesserten KV-5, der ist trotzdem nicht das Gelbe vom Ei, aber das habe ich ja im Video auch schon gesagt. Also wirklich einer der Premiums, die man sich getrost schenken kann, wenn man die wirklich überhaupt nicht braucht. Unser Team capped jetzt hier, die haben jetzt gar keinen Bock groß. Ich brauche gar nicht versuchen dahinter zu fahren, so schnell bin ich nicht. Also würde ich sagen, lassen wir die Runde einfach mal so stehen. 2-4 geschossen, 1-4 abgewehrt und gehen direkt zur nächsten Runde, würde ich sagen. So Freunde, wir sind auf Siegfriedlinie, Krieg, Standardgefecht, haben zum Glück eine Top-Tier-Lobby. Sonst könnte ich auch gleich stehen bleiben. Ja. Der Brick ist ja wirklich so einer der wenigen Panzer. Was sag ich da? Einer der wenigen. Eigentlich haben wir genug unnötige Premiums. Allein die ganzen Untervarianten von irgendwelchen Panzern. Also sagen wir mal, als einer der vielen unnötigen Premiums, die es auf Konsole gibt. Und das ist auch nicht wirklich super in irgendwas. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, ob der noch mal vorkommt, aber nicht den Anschein gemacht. Ja, der Brick, was kann der? Nicht wirklich viel. Nicht immer einen Sumpfschrecken abwehren. Okay, ich komme mit der APCR nicht mal bei dem da unten durch. Ist halt auch ein mega komisch zusammengewürfelter Panzer, Alter. IS-6 Turm, T-54 Kanone, aber halt die Stock-Kanone. Und dann halt hier eine E-50 Wanne, die aber einfach mal mega kacke ist. Ihr seht, nicht immer der Sumpfschrecken hat Probleme, mich hier zu pennen. Also mit Abwehren ist da jetzt nicht wirklich viel und der Sumpfschrecken ist jetzt nicht wirklich gerade ein Panzer, der auch mit seiner Kanone glänzen kann. Ja, das ist einer der geilsten überhaupt mit. Ist halt einfach nur mega der Crap Tank, also wirklich so einen schlechten Panzer, das ist einfach nur Wahnsinn. Aber naja, Wargaming ist sich halt für nichts zu schade. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den nächsten Scheißhaufen an. So Freunde, wir sind jetzt auf Erhaluf Standardgefecht. Ich sehe schon den E4. 10er Lobby. Yes. Tja. Was will man mehr an so einem geilen Panzer? Und damit kommen wir auch zum dritten, meiner Meinung nach, überflüssigen Premium. Ein richtiges Schmuckstück. Wer ihn nicht kennt, der KV-4K Krebslaski. Entschuldigung. Ja. Der ist auch wunderbar schlecht. Ihr seht schon, das ist ein ellenlanges Ding. Mit, ja, Mitte platziertem Turm, sage ich mal.
Und in seine Stärke. Tja, was ist seine Stärke? Sidescrapen kann er gut. Ein bisschen Schaden abwehren. Aber ihr seht schon, die Kanone ist sehr weit links gesetzt. Wir haben Glück, dass wir auf der Seite starten. Und mit der Kanone als erstes vorpieken. Sozusagen beim Sidescrape. Weil die halt links ist. Aber würde die jetzt rechts sitzen, dann hätten wir richtig viel Spaß in der Lobby. Weil da müsstest du immer so weit rausfahren, dass dein halber Turm, oder eigentlich dann dein ganzer Turm zu sehen ist, und die haut da jeder durch einfach. Vor allem in so einer Lobby hauen dir da alle Zehner durch. Und die Wanne ist auch lustig. Diesen Block, den ihr hier vorne drauf seht, das ist der Weak Spot mit. Und jeder, der ein bisschen weiß, wie der KV4K funktioniert, holt euch da auch da frontal durch. Also egal wie ihr es dreht, es ist einfach nur ein mega Crab Tank. So, ich fahre jetzt auch mal ein bisschen aggressiv mit vorne ran, weil der ist ja richtig krass gut. Damit wir hier auch nochmal irgendwie an Schaden vielleicht kommen in der Runde. Und ich muss sagen, das ist einer der wenigen Premiums mit, die das Potenzial hätten, vielleicht gut zu sein. Von den schlechten. Aber er es halt einfach nicht umsetzen kann. Haben wir hier vorne mal ein bisschen Schaden abgewehrt. Ein wenig Glück gehabt. Ja, er schießt mit einer Derpgun. Ist jetzt auch nicht das Schlauste gegen uns. Ah, der T30 hat die Kleine noch drauf. Das ist jetzt ganz angenehm eigentlich. Lustig, Alter, mal mit dem Ding was abzuwehren. So, jetzt zeigt man denen hier mal, wie gespielt wird. Oder auch nicht. Man merkt doch, für 320 Alpha hier, der Reload, der ist einfach nur göttlich. Lange wir dafür nachladen. Mich wundert, dass der M4 uns hier ignoriert so. Schön, wie er hin und her wackelt. Jetzt sieht es ja fast schon wieder aus, wie wenn der Panzer gut ist. Der will mich jetzt hier gerade ein bisschen ärgern, glaube ich. Okay, alles klar. Ich wollte es gerade sagen, ich bin mir 100% sicher, dass der noch dort steht. Warum fährt denn der jetzt rückwärts, Alter? What the fuck? Tu das nicht? Oh Mann, ey. Sehr belastend. Wollte ich da gerade mal mit einer HE reinsplashen und dann wird das nichts. Ja, also hier KV4K, mega krasses Ding. Ihr seht schon in der 10er Lobby, ungeschlagen. Kann ich nur empfehlen. Auch ein wirklich sehr geiler Panzer.
macht doch echt Spaß. Nicht. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal drei Panzer gesehen. Drei Premium-Panzer, wo ich finde, dass die... ja. Warum die überhaupt drin ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil... Im Endeffekt fragst du dich immer, woran hatte die Legion, ne? Aber woran hatte die Legion? Da können wir nur WG fragen. Nee, Spaß beiseite, das sind halt so... drei Kandidaten, die kann man eigentlich auch getrost weglassen, weil die braucht kein Mensch mehr. Oder die spielt auch so kaum einer. Also wenn du in den Gefechten bist, siehst du ja davon nie groß was. Also wird sich die entweder kaum jemand geholt haben und selbst wenn jemand die hat, warum sollte man sich sowas gönnen? Wir sind doch noch Erster mit dem Scheißding, ich glaube, ich werde verrückt, ey. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein wenig gefallen mit diesen ganz tollen Panzern. Lasst ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.